Klar. So, habt ihr Lust loszulegen? Genau. Gerne. Schön, dass ihr das sagt, weil wir fangen nicht mit der Präsentation an, sondern ich fange mit einer Frage an, wenn ihr Lust habt. Und habt ihr dieses Notiz? Ich würde das total gerne in dem Notizenfenster machen, weil dann haben wir es auch schön nachher dokumentiert. Beantwortet mir doch mal, wenn ihr Lust habt, oder vervollständigt mal die nächsten drei Sätze. Einfach so, was euch kommt, wie es kommt. Und zwar, der eine Satz ist, Vielfalt in meinem Leben ist. Der zweite Satz ist, Diversity and Inclusion im Business. Und der dritte Satz ist, ich bin hier, weil. Wie es kommt, was kommt. Ich habe das Problem, ich hatte am Morgen einen anderen Termin. Wie komme ich in den? Schau mal, du hast links neben uns, Okay, ich habe genau. es gefunden. Das Ja, ist einfach danke, Gitta. öffentlicher Chat und dann geteilte Notizen. Wenn auf geteilte Notizen gehen, da schreiben schon ein paar. Gut, danke schön. Vielfalt ist für mich Bernd. Nee, Gott, Gott. Genau, Perspektive. Even. Vielfalt, schön. Vielfalt braucht einen Business Case, das ist auch spannend. Genau. Weil mich der LernOS Guide interessiert, verschiedene Perspektiven. Genau. Und Christian brennt das Thema eh unter den Nägeln. Genau. Kannst du noch mal die zweite Frage oder der zweite? Diversity und Inclusion im Business ist, hat, kann. Hürden aufzulösen. Okay. Sehr schön. Ihr könnt, wenn euch noch was einfällt, könnt ihr eh immer wieder da reinschreiben. Ich würde jetzt so einfach mal weitergehen, ein Stück weit. Genau. Und wir werden das auch gleich noch sehr wahrscheinlich ganz intensiv so diskutieren. Okay, nee, so geht es hier. Nur ganz kurz zu mir. Also Bernd, ich bin mir nicht sicher, ob wir uns schon kennen. Nee, ne? Und Silvio, ich glaube, also ich wüsste es zumindest jetzt nicht. Deswegen nur ganz kurz zu mir. Also bin 68er Baujahr, verheiratet, habe zwei Bonuskinder. Das sind die Menschen, die mein Mann in mein Leben gebracht hat. Sogar einen Bonusenkel habe ich schon. Genau. Und ich habe so was mit Christian verbindet. Ich begleite seit 25 Jahren Menschen in ganz unterschiedlichen Veränderungsprozessen und Organisationen. Ich sage immer, ich kann auch gar nichts anderes. Und das aber aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, mal eben tatsächlich so wie jetzt als Beraterin und Coach, mal aber auch als Führungskraft, genau, also da viele und oder auch als Change Managerin intern, also habe da ganz viele Perspektiven drin. Genau. Und ansonsten bin ich Tauchlehrerin, Bergsteigerin und Rennradfahrerin. Das so zu meinem Hintergrund. Genau. Und seit vor kurzem habe ich mit Mountainbiken sogar angefangen. Oh, gut. Ja, genau. Also, um erstmal dieses Thema Diversity und Inclusion überhaupt nochmal so für uns jetzt hier zum Rahmen zu geben, habe ich mal die Dimensionen mitgebracht, die Charta der Vielfalt jetzt vor kurzem auch neu veröffentlicht hat, weil es nochmal eine Erweiterung der Dimensionen gibt. Ich weiß nicht, inwieweit ihr euch mit dem Thema Diversity und Inclusion schon beschäftigt habt. Ich bin keine Expertin, das muss ich dazu sagen. Aber natürlich irgendwie bei der Entwicklung des Guides in diesen fast anderthalb Jahren habe ich einfach ganz, ganz, ganz viel dazugelernt. Und vor allen Dingen habe ich dazugelernt, dass man hier, wir würden vielleicht sogar Perspektiven sagen, aber dieses Thema Diversity einfach ganz viele Dimensionen mit sich bringt. Und eine Kerndimension ist tatsächlich alles das, was unsere ganz individuelle Identität ausmacht. Das ist Alter, Geschlecht, Herkunft, das ist sexuelle Orientierung, Religion, körperliche Fähigkeiten und geistige, das ist aber genau auch ethnische Herkunft und Nationalität.
Und darüber hinaus, also das ist tatsächlich das, was mich persönlich ausmacht. Und darüber hinaus gibt es aber auch weitere Dimensionen, die ganz oft in dem, also in meiner Wahrnehmung, ganz oft in diesem Kontext gar nicht mehr diskutiert wird. Das ist nämlich alles das, was Organisation ausmacht und was auch unser Kollektives oder Kooperatives auch miteinander eigentlich ausmacht. Also das, wo es dann auch die eigentlichen Schnittmengen gibt, wo es aber die auch nochmal eine neue Herausforderung gibt, nämlich außerhalb dieser Schnittmengen vielleicht auch Unterschiede zu suchen, die mich dann ergänzen. Und das ist nämlich alles das, was eben tatsächlich meine systemische Herkunft ist, also Familienstände, das ist aber auch sowas genau wie also jetzige Familie oder Ursprungsfamilie, das ist aber auch meine Ausbildung, das sind mein Freizeitverhalten, deswegen habe ich das vorhin auch gesagt, ja, weil jetzt habt ihr ein Bild, ja, um diese Dimension drumherum auch, was mich ausmacht, was meine Leidenschaften sind. Genau, das sind Gewohnheiten, das sind aber auch dann schon so Dinge wie Einkommen, ne, und soziale Schichten oder auch geografische Lagen. Und wenn wir uns erinnern, also wir haben auch schon viel darüber gehört, dass es einen Unterschied macht, ob wir aus dem Süden kommen oder aus dem Norden kommen und dass da schon also Diversität auch beginnt. Und dann gibt es darüber hinaus nochmal so das, was wir also so eine Organisationsebene nennen. Das ist dann tatsächlich das, was wir auch im Alltag wiederfinden, wo wir dann umgekehrt oft so von Silos denken. Und das fängt so schon Diversität im Kleinsten an. Also wenn ich so anfange, Silos mal so zu überwinden und mich in so eine andere Abteilung mal wage, oder eben auch, gehöre ich irgendeinem Verband zu, wie einer Gewerkschaft, gehöre ich, also genau eine Dauer der Zugehörigkeit spielt oft eine Rolle, aber Funktion auch, ja, so Christian, das ist das, was du ja auch so gerade wahrnimmst, ne, dass das schon einen Unterschied macht, aus welcher Perspektive du da jetzt eben dein Thema auch spielst, genau, Arbeitgeber, wie gesagt, Abteilung, Einheiten, also alles das, habe ich schon, also das sind diese verschiedenen Ebenen, die dann am Ende auch auf das Thema Diversität einzahlen. Und in unserer Wahrnehmung, also finde ich leider ein bisschen schade, wird, also gerade was so die öffentliche Kommunikation angeht, werden sehr, sehr stark also die Kerndimension diskutiert. Also wir diskutieren ganz viel eben über Gender-Sternchen oder Nicht-Gender-Sternchen. Also das ist so, glaube ich, das, was auch die Medien da total gerne befeuern, über Gender-Sprache oder genau, also das sind so die Themen. Aber und diese Rest der Dimensionen, also die auch nochmal wirklich Vielfalt in unser Leben bringen könnten, die werden hier ganz oft außer Acht gelassen. Na, das ist so, genau. Ich habe jetzt euch mal ein paar Zahlen mitgebracht. Also es gibt ganz viele Zahlen und das ist also eigentlich auch ein spannendes Thema und es ist ein weites Feld, aber ich habe euch jetzt mal ein paar Zahlen mitgebracht. Ein paar davon habe ich gestern auch schon mal gestresst in meiner Lightning Talk und ich würde einfach noch mal ein bisschen drauf gucken. Genau, wobei sie einfach, also am Ende hätte ich jetzt vielleicht auch nochmal andere Zahlen mitbringen können, weil auch diese Zahlen, also es ist auch bei der Suche nach Zahlen ist es auch ganz interessant, dass auch die Suche der Zahlen immer wieder auf sehr ähnlich oder präsentierte Zahlen sehr ähnlich auch immer wieder auf die gleichen Themen, auf die gleichen Dimensionen drauf gucken. Na, also das ist so auch total interessant. Und wenn ich jetzt hier auf die Zahlen gucke, die ich jetzt euch mitgebracht habe, ich gucke nur so schräg, weil da sind sie etwas größer als da, deswegen kann ich sie da lesen. Genau, und wir gucken mal drauf. Also Fakt ist, das finde ich ganz spannend, dass wir bei also 25-46% der Frauen, die sich auf eine musikalische oder auf eine künstlerische Stelle bewerben, wenn sie blind sind oder wenn sie irgendein Handicap haben, also im künstlerischen Bereich, das fand ich so spannend, wirst du eher akzeptiert, wenn du ein Handicap hast, als eben im Wirtschaftsbereich. Ne? Das ist so, da gibt es ein paar Unternehmen, die sind da sicherlich vorbildlicher, aber das finde ich total spannend, dass es da eben auch so Nischen gibt. Ich habe es gestern schon gesagt, das ist auch offensichtlich, der Christian wird das bestätigen, oder ja, es ist spannend, ob du es bestätigen kannst, 25% der Männer im IT-Bereich, oder 25% der Arbeitnehmer und Nehmerinnen im IT-Bereich sind tatsächlich männlich. Genau, und dann, wenn ich das nochmal runterbreche, von denen tatsächlich auch nur 15% nicht weiß.
Also ich kann zumindest so bestätigen, dass wir in unserer Company ungefähr halb Frauen, halb Männer sind. Und je mehr du in den IT-Bereich guckst, umso weniger ist dieses Verhältnis halbe halbe. Ja. Also wir haben im Rechenzentrum Bereiche, da wirst du keine 20% Frauen finden. Genau. Und im Service dann wieder 60 oder 70% Frauen. Also insofern ist das, ob jetzt die Zahl, kann ich jetzt natürlich nicht pauschal bestätigen, aber wir haben, ich glaube, ich war 2003 Leiter der Ausbildung und versucht, Frauen in die IT-Berufe zu bringen. In meiner Generation ist nicht viel passiert, verdammt. Wir haben 25 Jahre später fast noch die gleichen Probleme wie 2003. Wir haben es nicht geschafft, in dieser Generation, die ich mitverantworte, einen erheblichen Schritt zu machen. Das erschreckt mich schon, weil wir wussten schon 2003, dass wir es wollen. Ja. Also insofern alle, die gegen Quotenregeln sind, sollten sich fragen, was denn der erhebliche Wunsch, scheinbar ist der nicht stark genug, aber eine dumme Quote, die sagt, du musst, scheint offensichtlich zu Erkenntnis gewinnen, wenn man bei den skandinavischen Ländern, die das nämlich vor 20 Jahren anders gemacht haben, da ist was anderes passiert, insofern, ohne da einem nahe zu kommen. Ich habe es ja noch gesagt, als wir alleine waren. Also wir waren damals zu dritt. Also ich habe ursprünglich Informatik angefangen zu studieren. Wir waren zu dritt, ja, und genau. Und ich bin da auch nicht weit gekommen. Für mich hat das auch sehr schnell entschieden. So. Also wir sind von diesen Dimensionen mal gekommen, haben uns jetzt so ein paar Zahlen angeguckt. Und was ich jetzt gerne mit euch nochmal besprechen würde, bevor wir tatsächlich so in die Tiefen reingehen. Warum ist eigentlich Vielfalt überhaupt wichtig? Also in meinem Kontext oder in meinem Business. Und ich habe es aus zwei Perspektiven mal versucht zusammenzufassen. Also Vielfalt macht für mich diesen entscheidenden Unterschied also aus der Perspektive Mitarbeiter und Mitarbeiterin, weil ich selbst für mich einfach mich in meiner Toleranz übe. Ne? Also umso länger ich in meiner Bubble bleibe. Wir hatten gerade in dieser anderen Session vorhin, also dieses Thema auch Toleranz. Also wenn ich wirklich agile, heterogene Umfeld habe, dann bin ich immer, mit denen ich ein gemeinsames Ziel erreichen will, dann bin ich in meiner Toleranz immer gefordert. Ne? So, und ich, genau, also kann das wirklich nachvollziehen. Das nächste ist so, dass ich sage, ich kann auch meine Kompetenz erweitern. Ja, also wenn in dem Moment, in dem ich aus meiner Bubble rausgehe und ganz, ganz, ganz bewusst nach Menschen suche, die sich in irgendeiner Dimension wesentlich von mir unterscheiden, dann habe ich in jedem Fall einen Nerv. Irgendjemand von euch hat einen Hintergrund. Irgendjemand kocht. Sehe da oben, die Anna hat sie jetzt stumm geschalten. Ah, okay, super, genau. Und also alleine schon, also die Entstehung des Lerno-S Diversity und Inclusion-Lernpfad ist so eine ganz tolle Erfahrung gewesen. Ich habe nämlich ganz bewusst nach Menschen gesucht, die nicht aus meinem Lernumfeld kommen. Es wäre ein leichtes gewesen, also Leute zu suchen, die sagen, also sie kommen aus dem Lernkontext, die kommen aus dem HR-Kontext. Das waren, also bis auf die Julia Dubin, war niemand aus dem Lernkontext. Und das, glaube ich, macht am Ende auch die Qualität dieser Reise und die Qualität dieses Contents aus. Aber hat uns auch alle miteinander wachsen lassen. Kann ich gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Insgesamt kann ich das nur bestätigen und kriege das auch immer wieder bestätigt von anderen, dass es unglaublich meine Kreativität fördert. Also wenn ich wirklich mich traue, aus meinen Bubbles rauszugehen und spannend ist aber, also bin ich wirklich aus meiner Bubble raus oder wirklich, wirklich oder glaube ich nur aus meiner Bubble rauszugehen, da hilft dieser Lernpfad auch schön dabei, das nochmal so für sich zu testen. Das war für mich ein sehr, sehr ernüchternder Moment, als ich das erste Mal so einen Test gemacht habe und festgestellt habe, nee. Sogar ganz, ganz weit draußen bin ich, die ja wirklich also immer für sich unterschreiben würde, offen ist, war ich dann tatsächlich doch nicht. Genau. Und so dieses permanente Wechsel oder diese Vielfältigkeit in meinem Lernumfeld, ja, also beschafft mir einfach auch tolle systemische Momente, weil ich einfach tolle Menschen auch kennenlerne und also auf einer ganz menschlichen Ebene und einfach auch ganz viel Kulturelles und Systemisches um mich herum erfahre. Ne, das ist so. Auch, also in jedem Fall ist es ein absoluter Gewinn. Also das zahlt nicht nur auf vielen Ebenen. Wenn ich auf die Organisationsseite gucke, das kann ich dann sogar mit Zahlen richtig belegen, weil also links das finde, also ich habe keine Zahlen gefunden, also es wird vielleicht in Zukunft kommen, aber wenn ich es aus Organisationsseite mir angucke, dann gibt es Zahlen, weil man nämlich sagt, also
genau, dass 67% der also potenziell Arbeitssuchenden tatsächlich also auch mittlerweile danach schauen. Also wie weit hier also auch Diversität in so einem Unternehmen da ist und wie das auch gelebt wird und wie das zu, also wie das auch gestaltet ist, ne? Also das ist in jedem Fall und es macht einfach Teams erfolgreicher aus der Perspektive Organisation. Und dann ist es so, dass auch, also Innovation ist ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Faktor aus der Perspektive Unternehmen. Und man schreibt hier einfach Zahlen und sagt, also 19% höhere Gewinne für Organisationen, die hier wirklich Heterogenität leben, also und Vielfältigkeit leben. Genau. Und genau, und 3 von 10 schauen tatsächlich auf das Thema Vielfalt und Inklusion. Und Inklusion steht hier ganz bewusst jetzt mit K und nicht mit C, weil es 2 unterschiedliche Bedeutungen sind. Das kann ich gleich nochmal erklären. Also Inklusion in dem Kontext heißt jetzt wirklich auch, wie geht diese Organisation mit Menschen mit Handicaps, mit geistigen und körperlichen Einschränkungen um. Ne? Das ist in jedem Fall auch ein Thema. Genau. Also das war so zu dem Thema, also was sind eigentlich so die Vorteile auch für mich? Und ich würde euch jetzt einladen, wenn ihr Lust habt, mir die nächste Frage nochmal zu beantworten, bevor wir weitergehen. Also wie macht ihr das zurzeit? Also wie lebt ihr Diversität in eurem beruflichen oder privaten Alltag? Also wo nehmt ihr euch wahr, dass ihr das wirklich auch tut, aktiv? Ich habe ein paar Gedanken in die Notizen reingestellt. Vielen, vielen, vielen Dank, Alfred. Genau, also wenn ihr Lust habt, könnt ihr also auch nochmal in die Notizen reinschreiben. Ja, Christian, das hatte ich sehr beeindruckt gestern, ne? Nicht erst gestern. Ja. Also wie holt ihr Diversität in euer Leben, beruflich wie privat? Schaut mal rum auch, wo ist denn die? Also seht ihr die aktiv auch? So, was haben wir denn für Ideen? Wer hat denn eine brasilianisch-deutsche Familie zu Hause? Sorry, musste alles erstmal irgendwie anschalten. Das bin ich. Ach, schön. Ich bin der deutsche Teil, wie man sehen kann. Ja, du bist der Deutsche. Ja, aber da fängt es schon an, ne? Dass wir es daran festmachen. Hätte jetzt auch sein können, also ich kenne tatsächlich auch blonde Brasilianerinnen. Ja, ja, definitiv. Genau, aber daran machen wir es schon fest, ne? So ja, spannend. So sieht es aus. Und bei der Arbeit muss ich sagen, also ich liebe überhaupt die kulturelle Diversität. Ich arbeite in einem Bereich, wo wir, ich habe keine genauen Zahlen, also wir sind 180 Leute bei uns in der Organisation und wir sind mit mindestens 20 unterschiedlichen Nationalitäten und Kulturen vertreten. Cool. Und das ist sehr spannend. Also wir sind höchst demokratisch, wir sind höchst respektvoll. Genau, es ist schön, es ist phänomenal. Also für Entscheidungsfindungen nicht immer gut. Ja. Aber ein tolles Umfeld. Es fördert einen, ne? So. Ja. Also teilt gerne noch, wie ihr es macht. Die Notizen werden ja auch abgespeichert, so als Ideen. Genau. Ich habe diese Frage jetzt auch genutzt, um euch so noch eine zusätzliche Möglichkeit eben aufzuzeigen, nämlich euch, genau, auf eine LernOS-Reise zu begeben, nämlich auf die LernOS Diversity und Inclusion Lernreise zu begeben. Und ich würde jetzt euch die gerne vorführen, also beziehungsweise ein bisschen darüber erzählen
Und vorweg, sie entspricht sehr stark den Grundzügen des LernOS. Also wenn ihr schon mal eine LernOS-Reise gemacht habt, dann werdet ihr von der Grundstruktur hier wirklich vieles wieder erkennen. Wir haben sehr stark darauf geachtet, dass man die LernOS Diversity and Inclusion Lernreise wirklich alleine auch machen kann, sie im Tandem machen kann oder tatsächlich eben mit 4 Mitreisenden. Und ich kann euch aus der Pilotphase, wenn ihr wollt, dann auch ein bisschen berichten, wie sich die einzelnen Gruppen so gefühlt haben. Also wir hatten in der Pilotphase bewusst darauf geachtet, dass wir auch alle Konstellationen haben, sodass wir auch da wirklich ein gutes Feedback bekommen. Also klassische Struktur, 12 plus 1. Eine Stunde. Wir haben bei den Cutters auch sehr stark darauf geachtet, dass es also jetzt auch nicht ein wahnsinns zusätzlicher Aufwand ist, sodass man also gut, also die individuelle Lernzeit zwischen, ich würde mal sagen, einer halben Stunde und je nachdem, wie tief man für sich gehen will, so 1,5 Stunden. Aber wie gesagt, es ist auch hier kein Muss, sondern das entscheidest du für dich selbst, wie weit du hier dich auf das Thema einlassen willst. Genau. Die Chance ist, wenn du dich auf diese Reise begibst, dass du einfach wirklich, wirklich mehr über dich selbst und dein Umfeld erfährst, weil wir nämlich versucht haben, so beide Perspektiven hier mit reinzubringen. Und du kriegst einfach die Gelegenheit, also mit ganz viel Unterstützung, tatsächlich ein ganz konkretes Diversity und Inclusion Ziel ja für dich erfolgreich umzusetzen. Und zwar wie immer das für dich auch aussieht, ob du das jetzt nur für dich gestaltest, für ein Team, für eine ganze Abteilung, also auch da bist du frei, wie du das für dich machen willst. Aber das ist so mal gespoilert und jetzt gucken wir mal rein. Genau, also der Lernpfad als solcher ist in Deutsch und in Englisch auf der Cognion-Seite steht zur Verfügung, heißt da LernOS Diversity. Für den Englischen gilt es zu sagen, dass wir den wirklich 1:1 übersetzt haben. Das heißt, wir haben hier keine kulturellen Veränderungen gemacht. Also, weil wenn ich jetzt sage, was ich will den irgendwie im asiatischen Raum oder eben vielleicht noch in anderen westlichen Räumen oder östlichen Räumen übersetzen, dann ist das total schwer. Also da so den Punkt zu treffen, wo du sagst, also welcher Kultur werde ich jetzt hier gerecht? Das haben wir ganz lange diskutiert, als wir ganz am Anfang die Anforderung natürlich kam. Das ist natürlich bei so einem Lernpfad, ist es naheliegend, dass du ihn sofort auch in Englisch da hast. Und wir haben aber lange diskutiert, wie wir mit der englischen Version umgehen und haben uns dann tatsächlich dazu entschieden zu sagen, wir übersetzen 1:1 und mit dem Hinweis aber darauf, dass also der Content, der da drin steht, hauptsächlich tatsächlich im westlichen oder im europäischen Kontext funktioniert. Ne? Und wir haben uns dazu entschieden, weil wir gesagt haben, es ist ein Open License, also du kannst jederzeit dieses Ding nehmen für dich, also gerade im Business-Kontext und kannst sagen, okay, ich will das aber jetzt speziell nochmal für eine andere Region auf dieser Welt eben inhaltlich anpassen. Also steht jedem frei, aber das wäre nicht zu leisten gewesen. Also wir hätten gar nicht gewusst, wo wir da anfangen und wo wir da aufhören sollen. Und deswegen ist es eine 1:1 Übersetzung. Genau. Wir waren, vielleicht zum Team noch, wir waren tatsächlich nur mit 2 Lernexpertinnen dabei, die Julia Dubin, die vielleicht sogar auch gerade da ist, ich weiß es nicht. Und wir sind so aus dem HR-Lernkontext und alle anderen waren tatsächlich aus dem Diversity-Bereich. Und das war mega spannend, weil also das war für mich schon mal die erste Challenge. Also so, dass ich mit dieser Selbstverständlichkeit, mit der ich gesagt habe, so, wir entwickeln jetzt etwas zum Lernen, war es den Diversity-Experten und Expertinnen eher suspekt, dass wir jetzt etwas erstellen, was dann Leute ganz alleine benutzen, ohne dass da ein Diversity-Experte oder eine Diversity-Expertin ist und die Brille, aus der man da jetzt gerade drauf guckt, gerade rückt. Also das war anfänglich eine super spannende Diskussion. Also diese Selbstverständlichkeit von Selbsterfahrung und selbstgesteuertem Lernen, die war denen wirklich sehr, sehr unheimlich und ich habe das am Anfang gar nicht so verstanden, weil sie gesagt haben, naja, alle schauen auf das Thema Diversity aus ihrer ganz eigenen Brille und aus ihrer ganz eigenen Betroffenheit. Immer. So.
Ja, Martina, du eben aus dieser Erfahrung heraus, genau, wir sind eine deutsch-brasilianische Familie, ihr habt da eure Erfahrungen, was weiß ich, in der Außenwahrnehmung, ihr kennt Dinge, die ich in meinem sehr weißen, sehr ländlichen Leben sehr wahrscheinlich so gar nicht erfahren würde, wenn ich nicht auch schon mal 3 Jahre in Ägypten gelebt hätte als Frau. So, aber wir sind immer alle in unseren Bubbles. Und das war das, was den Diversity-Leuten so Angst gemacht hat, dass sie gesagt haben, naja, da guckt ja wieder nur jeder, wir gehen jetzt hilfisch, aber wieder nur jeder aus seiner eigenen Betroffenheit. Und beim Diversity und Inclusion geht es aber ganz, ganz, ganz stark darum, auch das zu öffnen. Ja, also auch das zu öffnen und zu sagen, und erst dann komme ich wirklich, wirklich aus meiner Bubble. Genau, also das war eine interessante Diskussion am Anfang und ich zeige euch gleich, wie wir das gelöst haben, um, glaube ich, da auch wirklich einen richtigen, guten Booster zu machen. Und das ist wie mit allen Themen aber auch, also am Ende entscheiden alle Menschen für sich, wie viel sie es schaffen, aus ihrer Komfortzone rauszugehen und wirklich nach so einem nächsten Schritt außerhalb meiner Komfortzone zu suchen. Das ist, glaube ich, bei allen Themen so. Aber hier war es nochmal wirklich, wirklich eine besondere Diskussion, glaube ich. So, ich habe es schon gesagt, also 12 plus eine Woche. Wir haben natürlich 3 Retros drin und natürlich ist die Struktur, ich habe euch auch einen Printscreen mitgebracht, die Struktur ähnlich, wie ihr das aus dem LernOS schon kennt. Also wir haben je Woche eine Agenda und wir haben eben die Cutters getrennt, also so, dass ich eben das gut funktioniert. Und die Boxenstopps sind Woche 4 und Woche 8 und natürlich am Ende dann die Retro. Und wir haben auch sehr stark darauf geachtet, dass wir auch das LernOS Wheel bedienen. Das war ganz wichtig, also dass wir sagen, also wir sprechen hier jeden auch wirklich auf der Mindset-Ebene, Skillset-Ebene und Toolset-Ebene an. Und gleich die Tools jetzt keine Tools sind im Sinne von, also ich gebe euch mal Tools an die Hand, wie ihr Diversity und Inclusion besser lebt in eurem Alltag. Ne? Irgendeine App, irgendwas oder irgendeine Anwendung oder irgendwas, das nicht, sondern es sind auf andere Ebenen, nämlich auf der Ebene zum Beispiel, dass wir euch in Woche 1 bis 3 einen Test anbieten, also einen renommierten Test, der nochmal Aufschluss gibt, also der ist weltweit auch wirklich renommiert, der aber nochmal sehr stark Aufschluss darüber gibt, wie du tatsächlich, wie divers du wirklich bist und wo aber auch deine Präferenzen sind. Und ich kann euch nur aus einer, also Betroffener, der kriegt gleich wieder ein Kloß in den Hals, ich war für mich sehr, sehr, sehr erschrocken über das Ergebnis. Genau. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wenn ihr sagt, ich will diesen Test nicht machen, bieten wir euch auch andere Tools oder andere Tests, Reflexionsfragen an, um das für euch so gut einzuschätzen. Genau. Es geht in der ersten Woche, in den ersten 3 Wochen wirklich ganz, ganz, ganz stark um Selbstreflexion. Ne? Also wirklich die eigene Perspektive kennenzulernen auch erstmal, also richtig bewusst kennenzulernen. Es geht darum, um Selbsteinschätzung, ein Stück weit auch das Ziel zu verfolgen. Natürlich haben wir auch dazu sowas wie den Future Backward und den Lerncanvas zu Hilfe genommen, weil das sind Tools, die haben sich bewährt. Da müssen wir nichts Neues erfinden. Genau. Es geht dann in der Woche 4 und 6 darum, einen Kontext herzustellen, wie ich das vorhin schon gesagt habe. Jeder und jede entscheidet für sich, welcher Kontext das ist. Das kann euer privates Umfeld sein, das kann aber auch eure Abteilung sein, euer Unternehmen sein, euer Team sein, das kann aber auch die Schule eurer Kinder sein, der Sportverein, in dem ihr seid, der Karnevalsclub, in dem ihr seid, keine Ahnung. Also ihr entscheidet für euch, welches Umfeld ihr nochmal analysieren wollt. Wir geben euch da so ein paar Fragen und Hilfestellungen an die Hand, um die eigene Wahrnehmung auch zu schärfen. Genau. Und in der Woche 7 bis 10 geht es dann darum, tatsächlich noch mal ein bisschen mehr einzutauchen in die Diversity und Inclusion Welt. Also hier geht ganz stark und viele Tipps, euch zu informieren, also Plattformen kennenzulernen, die sich damit auch auseinandersetzen und aber auch Best Practices kennenzulernen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, um noch mal so abzugleichen, ja, also was traue ich mich auch zu machen in Zukunft, ne? Also einfach hier auch noch mal so Inspiration zu bekommen. Also ihr seht, wir haben uns im Prinzip entlang der Dimensionen, haben wir uns so auch versucht, so rauszuarbeiten, ne? Zu sagen, also erst du selbst, dann wirklich so die nächste Dimension und dann nochmal außerhalb deiner Bubble zu gucken, wie sieht denn die Diversity- und Inclusion-Welt da aus? Und da
findet man zum Beispiel gleich, wenn man sich damit auseinandersetzt, lernt man schon mal so eins. Nämlich, also ich sage immer, dass unser Lernpfad heißt Diversity und Inclusion mit C geschrieben. Hört ihr mich noch? Okay, weil ich gerade die Verbindung, hatte gerade Fehlermeldung, danke. So, der Unterschied zwischen Inklusion und Inclusion, vielleicht viele von euch kennen den vielleicht, ich sage es aber trotzdem nochmal, die Inklusion, die wir im Deutschen mit K schreiben, bezeichnet und beschreibt hier die Inklusion von Menschen mit Behinderung. Das ist übrigens auch ein Wort, das man sagen darf. Also vielen stockt da manchmal der Atem, weil man nicht mehr sicher ist, darf man das überhaupt noch sagen? Ja, man darf diesen Begriff Behinderung sehr wohl nehmen. Man kann auch sagen Handicap oder Einschränkung, ist alles. Aber dieses K steht für die Inklusion, also die Integration und alle Projekte, die es darum ging, Menschen eben in diese scheinbar nicht behinderte Welt integriert werden und diese beiden Welten gut zusammenkommen. So, das ist das, was wir im Deutschen kennen. Inclusion steht hier eigentlich für diesen Teil Woche 7 bis Woche 12, nämlich tatsächlich Diversität wirklich zu realisieren. Also das ist so der wesentliche Unterschied. Ja? Also Inclusion bedeutet, das, was ich an Diversität meine zu akzeptieren in meinem Leben, das auch sichtbar umzusetzen und wirklich auch zu praktizieren. Und das ist Inclusion. Genau. Also der erste Teil ist in die bewusste Auseinandersetzung, der zweite Teil ist wirklich Inclusion zu verstehen und zu initiieren. Und ich kann diesen Lernpfad auch so in diesem losgelösten Raum machen, also für mich oder mit einer Gruppe. Der eignet sich aber auch total natürlich eben für spannende Change-Prozesse, für Transformationsprozesse, aber auch für Entwicklungsprozesse anderer Art. Von Mitarbeitenden, also wo es sagt, ja, also da entwickelt man vielleicht gerade so eine Learning Journey oder so, und da würde der sich auch sehr, sehr hervorragend zu eignen, also den da so mit zu integrieren. Und dadurch, dass es eben ein Open Source ist, kann er natürlich auch angepasst werden, also for free. Freue mich auch über neue Übersetzungen, wäre mega. Also wenn ihr eine neue Übersetzung machen wollt in eine andere Sprache, ey, meldet euch, ich wäre so dankbar. So, jetzt gucken wir mal kurz auf die Inhalte so ein bisschen. Wir haben so die Narrative gewählt, auch hier so ein Stück weit so eine Reise zu machen, weil das ist eben so am eingängigsten. Das haben wir natürlich trotz Corona beschlossen. Genau, auch vielleicht hilft das auch so ein bisschen. Also, genau. Die ersten Wochen heißen eben also erstmal Koffer packen, dann gehen wir auch ähnlich wie wir es schon aus anderen LernOS Leitfaden kennen, sehr offen damit um, dass sich dieses Ziel in den ersten 3 Wochen natürlich auch formiert und auch wieder nochmal ein Stück weit verändern darf. Und also das heißt, wir reflektieren auch hier immer wieder dein Ziel und genau, und dann eben sowas wie schau dich um und nimm wahr, wie gut bin ich schon, also das ist wieder so eine Woche, wo wir, also Woche 8, das ist so ein Boxenstopp. Und wenn ihr mal auf die rechte Seite der Folie guckt, dann haben wir, das kam aus so einem Gefühl heraus, dass ich gesagt, also mich hat das oft verwirrt in anderen LernOS-Leitfäden, dass die Nummerierung oder dass es so viele Cutters gab. Und ich konnte mich dann manchmal nicht entscheiden, welche Cutter will ich jetzt eigentlich machen. Und manchmal habe ich es auch einfach nicht geschafft. Also mir ging es da ähnlich wie auch der Simon, das gestern in der Diskussion mit der Sabine geschrieben hat. Und wir haben sehr, sehr stark darauf geachtet, dass wirklich es pro Woche eine Cutter ist, die ich auch gut in meine Lernzeit so integrieren da kann. Und deswegen sind es jetzt nicht so viele Cutters mehr als eben auch Wochen. Ja, also klassischerweise ist in dem Wochensheet die Agenda für das Daily, also für das Weekly beschrieben, also Check-in, Leitfragen, Check-out. Wenn eine Cutter sich in der Alleinreise total unterscheidet von einem Tandem oder von einer Gruppenreise, dann ist das im Weekly nochmal besonders beschrieben. Also dann bekommt der oder die Alleinreisende hier nochmal andere Fragen an die Hand gegeben. Das gibt es tatsächlich. Die Cutters unterscheiden sich selten, aber auch da haben wir drauf geachtet, sollte es von der Idee für die Cutter was anderes brauchen in dem Moment und einen Unterschied machen, ob ich alleine unterwegs bin oder als Gruppe, haben wir das hier auch gesondert beschrieben. Ne? Also so, dass wir haben wirklich darauf geachtet, dass sich wirklich auch alle angesprochen fühlen. Genau.
Also das so zu den Inhalten. Und die Cutters sind so angelegt, dass man sie halt auch sehr gut im Flip machen kann. Also das heißt, ich bereite mich selbst vor, wenn ich in der Gruppe reise und in der Gruppe lerne und gehe dann wieder mit meinen Ergebnissen eben in das Weekly rein und teile mit den anderen die Ergebnisse, die ich habe. Und ich kann euch sagen, also ich habe ja ganz viele LernOS und Volt Circle gemacht. Es war mit Abstand wirklich die emotionalsten Weeklies. Also das ist nochmal ein ganz, ganz Besonderes natürlich, weil hier der Unterschied ist, also wir sind nicht die ganze Zeit kognitiv unterwegs, sondern du bist natürlich hier auch ganz stark so an deinen Themen dran, immer mal wieder. Und habe aber aus allen Pilotphasen auch die Rückmeldung bekommen, dass es unglaublich schöne Reisen waren und schöne Erfahrungen waren und auch viel Vertrauen da entstanden ist in so einer Runde. Ne? Aber du stellst dir einfach nochmal andere Fragen, als wenn du ein Sketchnoting oder ein OKR LernOS machst oder ein Getting Things Done. Das ist auch klar. Genau, so. Also das zu den Inhalten. Und jetzt könnt ihr eigentlich schon loslegen und ich würde mich voll freuen, wenn ihr loslegt. Genau, also Tandems oder Lerngruppen könnt ihr gründen, indem ihr eben jetzt auf Twitter, Xing, LinkedIn oder auf anderen Plattformen, wo ihr unterwegs seid, natürlich mal aufruft. Ich bin gerade dabei, so rauszufinden, da könnt ihr mir jetzt auch ein Feedback geben, ob es sinnvoll ist, dass ich auf irgendeiner dieser Plattformen vielleicht sogar auch so eine kleine Community gründe, also eine spezielle LernOS Diversity and Inclusion, um euch zu helfen, auch andere Mitreisende zu finden. Genau, und ich kann euch nur den Tipp geben, umso diverser die Lerngruppe ist, umso spannender ist natürlich die Reise. Und da kann ich euch jetzt echt auch nur viel Spaß bei wünschen. Genau, und freue mich jetzt über euer Meinung, Gefühle, Feedback. Sabine, du hebst, glaube ich, ich deute das mal als ein Handzeichen. Ach so, ja, das ist der Zoom-Guide, da kann man ganz gut zählen. So erster in der Reihe, zweiter in der Reihe, dritter in der Reihe, da kannst du runterzählen, wenn man schon geredet hat. Und das ist on point. Ja. Yeah. Ziemlich nicer Zoom-Guide. Du sagtest gerade, Gruppe gründen in verschiedenen Netzwerken. Ich glaube, ich habe da gerade mal so ein bisschen Szenarien durchgedacht. Ich glaube, ein Hashtag wäre besser, weil den findest du überall. Und wenn du jetzt sagst, du würdest diese Präsentation vielleicht mal in den verschiedenen LinkedIn-Netzwerken einfach mal reinposten, reinpitchen, ja, mit einem Hashtag und dann sagen, okay, wenn ihr eine neuen Lernpfad wollt, dann nehmt doch D&I, also DIA oder so und dann New und irgendwie so, ne? Also du kommst da bestimmt auf was Cooles, weil das halt dann in allen Plattformen kannst du das googeln. Hashtags kannst du googeln, Gruppen nicht so. Ja. Macht das Sinn? Danke dir. Nehme ich mit. Super. Und schön, dass du da bist, dass es geklappt hat. Dankeschön. Ja, finde ich auch. Ich finde das Thema auch total auf der einen Seite großartig, auf der anderen Seite, ich fühle mich nur schuldig. Ich habe so richtig White Shame. Ganz schlimm. Weil ich eine von denen bin, die halt echt hart privilegiert am Rande des Wahnsinns irgendwie schlittert und ich mir denke so, okay, kein kleines afrikanisches Kind, was für mich Schuhe näht, ja? So, und was muss ich jetzt da für die Welt retten? Shit! Ugh. The pain kann ich nur ab und zu aushalten, dann wieder nicht. Danke dir. Ja. Noch Feedback, Meinung, Ideen auch für ein Hashtag? Tolle Idee, Sabrina, schön. Bernd? Ja, on the point. Also erstmal, Pivi, super, danke. Also wahnsinns mitreißender Vortrag und eine Art, die du hast. Also hat mir super gefallen. Ich habe mich sehr gut informiert gefühlt. Also genau, was ich mir unter der Session vorgestellt hatte. Zwei Ideen noch, eher inhaltlicher Art und Weise, weil ich mich halt auch beruflich recht viel mit dem Thema beschäftigt habe und mich auch privat nicht mehr loslässt, nachdem ich auch da so beruflich mehr so dazugekommen bin als weißer, privilegierter Mann.
Das eine ist die Donut-Ökonomie, ob man da nicht nochmal über das Thema soziales Fundament, so das Thema, warum ist Diversity und Inclusion wichtig oder also wie spielt es vielleicht auch nochmal in unseren gesamtgesellschaftlichen Kontext rein? Da findest du eine schöne Abbildung von diesem Donut und der Donut, das Loch ist sozusagen das soziale Fundament, was auch Zugang zu gesundem Wasser und sowas beinhaltet, aber halt auch das Thema Inklusion mit C geschrieben. Also das vielleicht noch als Ergänzung. Und das Zweite, was du sehr schön gemacht hast, fand ich, als die Martina gesprochen hast, du hast selber deinen Bias gecatcht ganz schnell und hast gesagt, dass sie ja auch die was Brasilianerin sein könnte. Und ich hatte mir eben mal den Lernguide angeschaut, ob ihr das nicht aufnehmen wollt, vielleicht bei der einen Übung seine Vorurteile kennenlernen. Das finde ich so ein bisschen altbacken und es entspricht auch nicht der Neurobiologie von unserem Denken. Also wir fallen halt in Biases rein, weil einfach ein Teil unser Reptiliengehirn ja so programmiert ist, aber das zu catchen, also ne, don't mind your first thought, but catch your second thought. Das fand ich, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, eben ein ganz schönes Framing, dass ich mich nicht ganz so schlecht gefühlt habe, wenn ich mal wieder doch vorurteilsbehaftet durch die Welt gelaufen bin. Danke dir. Ja. Ja, das Thema hat natürlich, seitdem wir jetzt auch geschrieben haben, unglaublich viel Fahrt aufgenommen. Ne? So, und das ist so das, wo wir in dieser Autorinnenrunde uns, das waren so die kleinsten gemeinsamen Nenner, auf die wir uns jetzt mal einigen konnten. Aber ich finde es toll, dass es so viel Fahrt aufnimmt und ich freue mich einfach auch drauf, wenn sich irgendwie ergeben wird, dass wir eine neue Version nochmal gestalten werden. Also auch da gerne jeder aufgerufen. Danke dir, Bernd. Pili, auch von mir einen herzlichen Dank. Wir haben ja die Entwicklung von dem Leitfaden durchaus schon mitbekommen und es gab jetzt vermutlich keinen Zufall, dass wir uns jetzt auch so umbenannt haben und dann war im Team plötzlich die Entscheidung, ja, da machen wir den doch, den Lernpfad. Und aus dieser Entscheidung wuchs die Idee, dass wir in einem unserer Open Space Experimente ab September startend das nicht nur selber machen wollen, sondern auch dazu einladen. Das heißt, ich kann jetzt schon die Einladung aussprechen, dass wir diesen Lernpfad anstoßend im September für 12 Wochen durchführen, mit DATEV-Kollegen aber ganz, ganz gezielt von Anfang an auch alle dazu einzuladen, im Sinne eines gemeinsamen Lernens und unsere verschiedenen blinden Flecken zu arbeiten. Nicht nur wegen den klassischen Themen, die du vorher beschrieben hast, sondern, so wie ich es auch dazu geschrieben habe, wir sind eine Firma von alten weißen Männern, die für alte weiße Männer Software produzieren. Insofern ist das, was uns bevorsteht, auch der Umgang mit unterschiedlichsten Zielgruppen, diversen Partnern. Und da tut mir gerade zur Regenbogendiskussion sehr gut und ich würde mich freuen, wenn er da ein bisschen dranbleibt. Und wir haben, Sabine, einen Hashtag. Hashtag Learning Circle Diversity. Der ist auch nach allen klugen Regeln offensichtlich nicht so geschützt, dass da sich jemand drüber aufregen darf. Also Learning Circle Diversity folgen, dann seid ihr informiert. Oder ihr kommt aufs DigiCamp, da machen wir den Impuls nochmal im Juli und starten werden wir im September. Und wenn ihr jemand kennt, der jemand kennt, dann wäre das genau die Idee, dass wir da loslegen. Und Piwi, ich habe Julia Bangert für den Kickoff, für den Boxenstopp und für den Abschluss reserviert. Ob das realisiert wird, weiß ich noch nicht, aber ich habe sie im Kalender. Ich habe die Termine im Kalender, was schon mal ein großer Schritt für Aufmerksamkeit ist. Vielen, vielen Dank. Sehr schön. Das freut mich sehr. Genau, wir sind schon über der Zeit, aber vielleicht mag noch jemand was von euch teilen. Auch gerne nochmal ein Feedback, Meinung, Gefühle. Oder vielleicht will sich jetzt hier auch gerade schon die erste Gruppe gründen, also deren Kreise Gruppe gründen, fände ich total cool. Schreibt sie in den Chat. Ich finde es auch gut. Also ich habe auch gerade gedacht, Alice hasst das oder so. Vielleicht kriegt man die auch noch irgendwie mit da rein. Ja. Also Sabrina, du wärst dabei? Ich wäre dabei und versuche meinen Privilege Shame irgendwie zu bringen. Das schaffst du. Wer ist noch dabei? Komm, eine Gruppe schaffen wir. Na, Freiwilligkeit und wenn es dann jetzt erstmal noch so ein bisschen reifen darf, ist das auch fein. Ihr wisst ja, wer ich bin, dann könnt ihr mich einfach anschreiben. Ja. Also, es würde ja auch ein Tandem, also wenn du bereit wärst, auch ein Tandem zu reisen oder so, bräuchte es vielleicht noch einen bis heute Abend, dass er sich bei dir oder sie sich meldet. Ja. Also, lass es mich wissen, irgendwie auf Twitter oder sonst wo, wenn ihr losreist. Und wenn ihr Fragen habt, also auch ganz wichtig, vielleicht jetzt abschließend, wenn ihr euch jetzt nicht sicher seid, ne, also auch wie ihr damit umgehen wollt, irgendwie im Unternehmen oder vielleicht aber auch alleine, könnt ihr euch natürlich total gerne jederzeit melden. Genau. Oder auch wenn ihr unterwegs seid, was auch oft, oder ja, nicht oft, aber manchmal passiert,
und man sich dann unterwegs unsicher ist. Also wie kann ich jetzt mich damit auseinandersetzen, mit der Fragestellung auseinandersetzen oder habe ich da überhaupt die richtige Brille auf? Auch da, gerade wenn ihr auch alleine unterwegs seid, also meldet euch zur Reflexion, zum Anstoß, zum Teilen. Also bin ich auch immer gerne bereit und offen. Schön, dass ihr da wart. Ich freue mich voll. Und vielleicht habt ihr noch mal Lust, zwei noch mal dazu zu kommen, wenn es um das Thema Präsenz im Raum geht. Habt noch einen schönen Tag erstmal. Danke dir. Ciao. Dankeschön. Tschüss. Herzlichen Dank, Pivi. Gerne, Silvia, meldest du dich, ne? Ja, kann ich. Wir sind auch in Kontakt noch, Pivi, weil wir wollen das bei uns in der Firma pilotieren oder einladen zu LernOS. Ja. Und du stehst auf unserer Liste, also D&I steht definitiv auf unserer Themenliste, die in der engeren Ja, freue ich mich. Ja, also cool. Wir werden sicher Kontakt haben. Danke dir. Danke dir. Perfekt. Cool. Ciao. Tschüss, Alfie. Tschüss.